Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. 2. Wir haben ja letztes Mal im letzten Part die Welt 1 abgeschlossen. Und machen jetzt nun bei der Welt 2 weiter. Mal gucken, was in der Welt 2 so vor. Ja, so neu. Alles neu. Also, ob wir die auch gut hinkriegen oder nicht, das werden wir sehen. Das wollte ich sagen. Aber als erstes ein paar Münzen abräumen. Und ja, dieser Hammerbruder, ja, wenn wir diesen Goldring da aktiviert haben, werfen Hammerbruder statt Hämmern Münzen. Ist das nicht toll? Wow, Alter, mal ganz gechillt hier. Fake you in your fuck. Scheibenkleister. Ach, das ist doch nicht wahr. Dürfen wir nicht sterben gehen. Bam, bam, bam. Jo, die Welt 2-2. Level 2 von Welt 2, ja, natürlich. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auf die anderen Welten und so. Deswegen rede ich auch so komisch. Also sorry dafür, dass ich so aufgeregt bin. Es ist einfach nur unglaublich. Okay, jetzt ist aber gut mit aufgeregt sein. Auf die Level konzentrieren und auch auf den Part. Ich will ja nicht, dass im Part nur Scheiße rauskommt. Dass ich da nur Scheiße rede und so weiter. Und das will ich nicht. Oh, dieses Level ist sehr cool, finde ich. Weil der Hintergrund und so, das sieht alles wie eine Ruine aus. Und jetzt habe ich es verkackt. Viel gibt es zu dem Level jetzt nicht so zu sagen. Uah, nein! Nein! Kacke. Ja. Ich auch schon im letzten Part damit habe, mache ich das Spiel nicht zu 100%. Ich will euch einfach nur die Level zeigen und ja, drauf los quatschen, wie es nur geht. Ja. Nein. Fuck. Aha, gute Neuigkeiten. Ich werde ab Dienstag bessere Videos in besserer Grafik aufnehmen. In besserer Videoqualität, meine ich. Boah, Gott, bin ich hart. Also ich bin ja ein bisschen voreilig in den Level, weil ich schnell beenden will. Aber das nie so gut läuft. Ne? Jetzt ist aber mal gut mit Fail, ne? Dieses Level ist. Das ist doch richtig ganz leicht, aber ich bin immer zu freudig. Wieso sterbe ich denn immer wieder? Weil ich dieses Level einfach nur schnell beenden will. Ich dumm batzen. Jo. Sammeln wir doch erstmal ein paar Münzen, ne? Ach ja, und wenn ihr auf Trampolin springt, dann bringt das nämlich auch Münzen mit dem Münzblock. Und ich hab grad das. Ganz ruhig. Sollte mich auch mal beruhigen, ne? Ach ja, das hat man auch in der Werbung gesehen. Dafür braucht man, um diese Sternmütze zu erreichen, diesen kleinen Kumpel hier. Und ihn einfach losrollen lassen. Wie ihr sehen könnt, kann man jetzt da rein und ich hoffe, ich schäle jetzt nicht. Nein. Okay, das war knapp. Hätte ich diesen
Panzertypen da nicht mehr gehabt, dann wäre ich tot. Tot mit zu gefährlich. Och, da verdammte Scheiße, nein! Nein, nein, Mario, nein! Oh, wieso hat er hier nicht den Drehsprung drauf? Ich glaube, ich spinne. Mann, dammit. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Lalalalala. Ja, ein Stern ist jetzt nicht so gut zu gebrauchen, weil ich in dieser Situation keinen Stern brauche und ich sowieso ihn nicht benutzen will und er sowieso nicht so lange hält. Naja, den brauchen wir nicht mehr. Die Sternmünze, die hab ich euch schon ja ausführlich gezeigt, wie ihr sie kriegen könnt. Jetzt aber... Yeah. Und... Oh, ich wollte den Powerblock erwischen. Da. Jo. Weiter geht's. Ach ja. Uah. Nein. Boah, okay. Jo, wie man diese Sternmünze kriegt, ist noch unklar. Aber ich habe... Ja, ich weiß nicht, wie man die bekommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es schon so viele Male versucht, aber ich habe sie doch immer... Ach Mann, meine ganze Deutschsprache ist zum Kacken. Auf was ich hinaus wollte, ist, diese Sternmünze ist fast unerreichbar. Ich weiß nicht, wie man an die rankommen soll. Ich habe schon so viel versucht. Aber ich komme einfach nicht auf die ran. An die Sternmünze. Jo, wir sind in der zweiten Burg in Welt 2. Ist doch schon mal ganz gut, ne? Uiu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 
Damit kann ich, ja, Videos machen, die so eine gute Videoqualität haben. Och nein, nicht du spast. Dass euch die Augen wegfliegen. Ja. Scheiße. Ach, diese. Ich wusste, dass ich an diesem Büro-Haus irgendwas Scheiße finde. Nämlich diesen Typen. Nein, nein, nein. Na, ha, nein, ich will keinen Schaden nehmen. Da, 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 da. Ja, das ist so eine beknackte Scheißwelt. Nein, die Welt ist nicht daran schuld, sondern das Level. Ich hasse Boho-Häuser. Ich hasse sie grundsätzlich, weil sie einfach nur beschissen sind. Also, ja. Manchmal muss man auch Rätsel lösen, die richtige Tür finden oder sonst was machen. Aber das hier ist doch einfach nur krank. Naja, das Level geht ja noch, aber... Was sag ich denn? Das ist nicht krank, das ist einfach nur... Ja, ein wenig unheimlich. Okay, wenn ihr es so wollt. Ich will die Entwickler ja nicht beleidigen, dass die ganzen Level von Super Mario Bros. 2 scheiße sind. Nein, im Gegenteil, sie sind super schwer. Und dazu auch noch krass. Also, an sich ist das Spiel eigentlich super. Yeah, und schon ist das Level vorbei. An sich sind die Buhhäuser rätselhaft schwer, was die ganzen Dinge betrifft. Was dieses Level beinhaltet. So ist eigentlich... Naja. Lassen wir das. Buhhäuser, ne? Sind eigentlich recht cool. Also, scheiße sind sie nicht. Hier kann man eine Goldblume ergattern. Komm! Nein, nicht... Mann! Mit viel Glück kann man hier eine Goldblume kriegen. Ja. Und ich habe schon so viele Male die Goldblume. Schon 5-mal die Goldblume gekriegt, aber jetzt kriege ich sie nicht mehr. Nein! Verdammt. Ich hätte sie auch gerne wieder gehabt. Da, 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 da. Aber das kommt nur auf ein Glück an. Ob man Glück hat oder nicht, das entscheidet das Schicksal. Oder das Spiel. Da, 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 da. Ich will eigentlich, dass das Let's Play nicht so schnell endet, weil es eigentlich ein schönes Spiel ist. Es ist wie New Super Mario Bros. Wie nur schwerer. Und interessanter. Es ist... mega cool. Okay. Und die Bewertung dieses Spiels wird recht positiv verlaufen, ja? Was ich zu dem Spiel schon mal sagen kann, es sind coole Level dabei. Und sie machen mir auch recht viel Spaß. Mal hoffen, dass es so bleibt. So. Wir haben... Und wir sind schon fast wieder bei der letzten Burg von der Welt 2. Also, ja. Wir haben schon Level 2 fast geschafft. Nur, wir haben die Endburg noch nicht geschafft. Weg mit dir, Catnot. Du nervst. Ja, du nervst. Nein, och man, jetzt können wir es nicht mehr erwischen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir das hinkriegen können, wenn der Kettenhund sich von der Kette löst. So. Nämlich einfach den Kettenhund in die Richtung gucken lassen und dann so schnell wie möglich ihn befreien. Denn ansonsten kommt er an die Sternmütze da und nicht ran. Und ich rase jetzt einfach mal durchs Level. Weil ich so froh und lustig bin. Ich bin so... Scheiße! Oh, krank! Oh, nein! Doch keine gute Idee! Doch keine gute Idee! Auf zu rennen! Auf zu rennen! What the fuck? Das Level zeigen wird... Naja... Wie schwer werden, wenn ich hier durchrase.
Aber ja, es gibt viele Kettenhunde. Die Schwierigkeit ist eigentlich so mittelmäßig. Aber jetzt kommt die Endburg von Welt 2. Also die Festung. Och nein. Diese Burg habe ich. Festung. Das ist keine Burg, das ist eine Festung. Scheiße. Schlimme Erinnerung. Das ist nicht schön. Kacke. Och nein. Wie ihr an diese Sternmütze kommt, ist ganz leicht. Einfach hochspringen. Oder. Mann. Oder einfach mit diesen Panzertypen da sie holen. Komm runter! Oh Mann! Muss ich mir was trauen? Okay, das ist schon mal ein einigermaßen richtiges Wort. Das ist Sternmünze! Komm her! Das ist daher scheiße. Nein, ach, das kotzt mich jetzt auch ein wenig an, aber egal, wir brauchen die doch gar nicht. Das ist doch nicht wichtig. Da. Auch mal gut. Okay. Ja, okay. Oh mein Gott. Schon da? Sag mal, die die Endfestung von den Welten sind relativ groß geraten, oder irre ich mich? Und jetzt kommt die Scheiße mit dem Kettenhund. Der macht doch immer das Gleiche, dieser Penner. Was habe ich gesagt? Der macht das mit dem Kettenhund wieder und wieder und wieder und immer wieder. Ach, wie ich dich hasse. Verpiss dich. Das ist nicht gut. Weil ich ihn mit seinem Kettenhund hasse. Obwohl ich Kettenhunde mag. Aber sein scheiß Ja, mach's doch schwerer, du Penner. Stirb du richtig mal. Blöd. Das ist doch so blöd. Komm her, du Feigling. Du mit deinem Kettenhut kannst du zerreichen, weil du einfach nur ein Bastard bist. Triff ihn! Yeah! Down! Ach, dieser Kampf war irgendwie mittelmäßig. Ey, dass der immer mit seinem Kettenhund kommen muss, ey. Ich glaube, es hackt. Aber das muss ja nicht sein. Das gibt's doch nicht. Naja, egal. So, jetzt sind wir den Kettenhund-Typen los. Doch jetzt kommt Bowser's Shergin. Was hat sie alles auf Lager? Werden wir sie auch so leicht? Oder wird sie schwerer? Nein. Werden wir sie auch noch schaffen? Wird sie auch einigermaßen schwer werden wie dieser Typ mit dem Kettenhund? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.